Moin Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Oder habe ich gerade hier dieses Menü aufgerufen? So, die FPS, naja, die gehen gerade noch so. Ich drücke jetzt erstmal F4, so schaltet sich jetzt hier der Regen um und das zieht weniger Leistung. Ja, 60 FPS konstant habe ich leider nicht, aber dafür reicht ein ganz normaler guter PC eben lange nicht aus. Obwohl, das würde ich eigentlich schon verlangen, aber ist leider nicht so. Da sieht man, ich habe auch den Regen hier ganz billig eingestellt. Da sieht man hier wirklich nur das Plätschern und von oben vom Himmel kommt praktisch nichts. Da sieht man wirklich nur die Tropfen, wenn es dann auf dem Boden landet. So, wenn ich jetzt frage, wieso ich komplett woanders bin, nämlich die vorletzte Folge, die ich aufgenommen hatte, die ist mir etwas misslungen. Und die letzte auch, denn da hatte ich sau wenig FPS, das war noch schlimmer als hier. Und da habe ich die ganze Zeit nur damit verbracht, irgendwelche Einstellungen vorzunehmen, dass die Performance sich verbessert, aber da hat sich leider nichts dran geändert. Es ist nur noch schlimmer geworden. Und wie gesagt, jetzt geht's wieder so. Die Eier, die kann ich nicht stacken, oder? So. Nee, ich glaube, die nehmen zu viel Platz weg. Die schmeiße ich mal alle hier weg. Außer dieses undefinierte Ei, das behalte ich mal, weil das sieht ziemlich interessant aus. So, was gibt es denn hier alles? Hier gibt es auf jeden Fall Blaubeeren. So, wo sind die denn hier eigentlich gelandet? Kann es sein, dass ich wieder richtig schlecht Blöcke abbauen kann? Ja, ich möchte gerne wissen, wo sind die Blaubeeren denn jetzt gelandet? Die müssen doch hier irgendwo sein. Okay, ja, hervorragend. Nirgends sind die auffindbar. Okay. Oder habe ich die im Inventar? Oh, da sind sie ja. Krass, okay. Ja, die Schwierigkeit, die sollte ich mal wieder erhöhen. So einfach. Ja, früher konnte ich auch irgendwie aufnehmen. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich einen veralteten Grafiktreiber habe. Ich habe mir extra so ein Programm heruntergeladen für Intel. Ich habe einen Intel-PC, einen Intel-NUC, um genau zu sein. Ja, dann habe ich mir dieses Programm heruntergeladen. Und dann habe ich gesehen, dass es kostenpflichtig ist. Ja, sensationell. Jetzt habe ich mir das heruntergeladen in der Hoffnung, dass es kostenlos ist. Ja, übrigens, Nvidia, das funktioniert bei Intel nicht, weil das ist halt nicht kompatibel mit so einer Intel-Grafikkarte. Und was ist das eigentlich? So Raspberry Bush. So, und dann, ja, dann erhält man auch nur diese kleinen Teile dort. Wenn ich hier so einen großen Block abbaue, dann bekomme ich da irgendwie nichts raus. Das ist ziemlich kotig. Und hier, so, zack, hier. So, ich habe es wieder nicht im Inventar. Aber das ist mir jetzt egal. So, ich habe einfach mal die Sichtweite um einiges weiter nach unten gestellt. Und es läuft nicht wirklich besser. Das heißt, daran liegt es wahrscheinlich nicht. Ich stelle das hier mal auf V-Sync vielleicht. Oh nein. Nein, ich dachte, das verändert sich jetzt nicht mehr so stark. Aber ganz im Gegenteil, dann auf unendlich. Es ist ebenfalls nicht das Beste, wenn man das halt auf unendlich stellt. Dann werden unzählige FPS generiert. Und dann, wenn man dann umschaltet, ja dann, also wenn die CPU eine Pause macht oder die Grafikkarte, je nachdem, wenn der PC eine Pause macht, wenn er mal einen Rast anlegt, ja dann zack, dann hat man plötzlich nur noch 30 FPS oder so. So, dann gehe ich mal Lucky Lucky machen. Hier geht es auf jeden Fall noch Granit, kann ich alles flott mit der Hand zerhauen, aber wird natürlich nicht gedroppt. So, F7 hier, kann ich da auch irgendwas upgraden? Hey, oder? To next level 7. Oh, ich habe Level 10, das heißt, ich kann irgendwas upgraden. Smelting, da kann ich schneller Items schmelzen. So, Ushery. Wahrscheinlich ist das für den Zaubertisch irgendwie so Athletics hier, da wird man schneller, da kann man sich schneller fortbewegen, Digging. Kann ich hier graben, Farming, Sneaking. Ja, Sneaking. So, ich glaube, ich erhöhe mal Fishing und... Hey, wo der Herr geht das nicht? Geht da dann gar nichts? Ich bin doch schon Level 10 und das verlangt nur Level 7. Also müsste es doch ohne Probleme funktionieren. Aber natürlich, natürlich. Und was zum Teufel? Was zum Teufel ist mit der Framerate auf einmal los? Was zum Henker geschieht hier? Ist mein PC denn wirklich so veraltet und schlecht? Der PC kommt doch von 2018 und wir haben 2019. Das heißt, der ist gerade mal ein Jahr jetzt alt. Das kann doch nicht sein. Ja, das heißt, der ist sowieso nur ein Jahr alt. Sowohl seit wann es diesen Computer gibt und auch wie lange ich diesen Computer schon habe. Mal sehen, das hier kann ich wahrscheinlich ebenfalls nicht abbauen. Nope, das geht nicht. Aber ich glaube, ich baue hier mal ein bisschen was ab, für dann später. Do 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 do
So, okay, dann habe ich eigentlich alles abgebaut. Da gibt es noch einen Rest, aber egal, ich nehme eh nur ungefähr einen Stack mit und ich möchte gern irgendwie wieder nach oben gelangen. Meine Fresse, sind hier alles so zugebaut, ey. So, mal sehen. Ja, nehme ich noch genug mit, bis ich dann hier einen Stack habe. Zack, 63, noch eins hier, zack. Mehr nehme ich auch, aber auch wirklich nicht. So, und wie mir auffällt, bin ich jetzt ziemlich hungrig. Zack, hier ein paar Blaubeeren gefuttert. Alter, wer die... Wer die sich in sich reinhaut, Alter. Meine Fresse, sind aber schnell weg hier. So, und... Und die Himbeeren oder was auch immer das dort war. Alter, was ist mit den FPS los? Was zum Teufel? Warum schwanken die FPS so extrem? Ich glaube, es ist wirklich irgendein Grafiktreiber extrem veraltet. Denn vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuschauer, wenn ich Zuschauer hätte, an das Minecraft Let's Play. Und ja, da lief alles erste Sahne. Ja, also... Was zum Teufel ist hier jetzt auf einmal los? Ist es bei euch schon mal vorgekommen? Ist es bekannt, dass es passiert, dass man mit einem PC am Anfang ein flüssiges Minecraft hat? Also mit Aufnahme und so weiter. An sich läuft es ja immer noch super flüssig, wenn eben die Aufnahme nicht aktiviert ist. Aber dass man Minecraft plötzlich nicht mehr flüssig aufnehmen kann, ist das normal mit anderen Games, klappt es doch auch. Und früher musste ich da nicht mal einen besonderen Codec verwenden. Momentan verwende ich den Intel Quick Codec, um meine Spiele aufzunehmen, denn ansonsten laufen die einfach nicht flüssig. Und wenn ich Minecraft mit einem anderen Codec aufzeichne, dann laggt das noch viel schlimmer. Das heißt, ich bin quasi an diesen Codec gebunden und bin auch wirklich froh, dass dieser existiert, denn ja, ansonsten müsste ich wohl mit YouTube oder besser gesagt Let's Plays aufhören. So, mal sehen hier, Woodcutting. Das kann ich noch erhöhen. Okay, next Level 20. Also noch 7 Level. Da hat sich Minecraft wohl doch ein bisschen vertan. So, dann mampfe ich eben noch diesen Apfel hier in mich rein. Zack, dann kann ich immerhin noch rennen. Und die Leben regenerieren sich leider nicht. Hier die Blaubeeren. Zack, hier. Das hat gerade so gereicht und ich werde wahrscheinlich in Binnen von wenigen Minuten oder Sekunden dann eh wieder Hunger bekommen. Aber egal, ich finde schon irgendwie eine Methode. Wenn nötig, dann kann ich ja auch in den Peaceful-Modus wechseln. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Bis dann und ciao, euer Jono. Ja, ich habe überlebt.